Tadschikistan ist ein Land der Berge, mitten in Zentralasien gelegen. Mehr als zwei Drittel seiner Fläche sind Hochgebirge und fast die Hälfte des Staatsgebietes liegt auf einer Höhe von über 3000 Meter. Nur im äußersten Norden bildet das Ferghana-Tal etwas Tiefland. Durch das Tal fließt der Syrdarya, der größte Fluss Tadschikistans. Das Land wird bewässert und intensiv ackerbaulich genutzt. In den Ebenen fällt kaum 150 mm Niederschlag im Jahr, während an manchen Berghängen bis zu 2 Meter zusammenkommen. So liegen Steppengebiete und rauschende Gebirgsbäche nah beieinander. Das ausgeprägte Kontinentalklima beschert Sommertemperaturen von über 40 Grad Celsius und Wintertemperaturen im zweistelligen Minusbereich. Solche Gegensätze findet man in einem vergleichsweise kleinen Land, das nicht einmal halb so groß ist wie Deutschland. Die knapp 8 Millionen Einwohner verteilen sich sehr ungleichmäßig. Während das knappe Tiefland dicht besiedelt ist, ist das Pamirgebirge im Osten fast menschenleer. Tuchand wurde von Alexander dem Großen im Jahr 329 vor Christus gegründet. Damals hieß die Stadt Alexandria Esjatae, zu Deutsch das entfernteste Alexandria. Tuchand war lange ein wichtiger Handelsknotenpunkt entlang der Seidenstraße, denn es liegt sehr günstig am Ufer des Judäa-Flusses im fruchtbaren Ferghana-Tal mit seiner langen Ackerbautradition. Zentrum der Stadt Tuchand ist sicherlich der Panjshir-Platz. Ihn beherrschte im späten 19. Jahrhundert erbaute Sheikh Maslihat-Din-Moschee mit ihrer riesigen blauen Kuppel. Sie ist heute die Hauptmoschee der Stadt. Das älteste Gebäude am Platz ist das Sheikh Maslihat-Din-Mausoleum, ein Ziegelbau aus dem 12. bis 18. Jahrhundert. Es beherbergt die sterblichen Überreste des gelehrten Sheikh Maslihat-Din, der im 12. Jahrhundert lebte. Duschanbe ist politischer, kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt Tadschikistans. Mit 800.000 Einwohnern ist sie zugleich die größte Stadt des Landes. Neben der Tadschikischen Nationaluniversität gibt es auch eine Technische Universität, eine Agraruniversität und mehrere weitere Hochschulen. Duschanbe bedeutet im Persischen Montag und zeigt an, dass an dieser Stelle jeweils montags ein Wochenmarkt stattfand. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde aus dem Dorf allmählich eine Kleinstadt. Das Zentrum der Stadt Dushanbe bestimmt das 30 Meter hohe Monument des Samanidenherrschers Ismail I. Der im 9. Jahrhundert lebende Ismail I. gilt als Vater der Nation. Er ist die prominenteste Persönlichkeit der Dynastie der Samaniden. Ist Zentralasien eine regenarme Region. Allerdings gibt es neben dürren Steppen- und Wüstengebieten auch Hochgebirge mit Gletschern, aus denen reißende Flüsse entspringen. Über 90% dieser Wasservorkommen liegen in den Bergen Kirgisistans und Tadschikistans. Da die wasserarmen Länder Usbekistan und Kasachstan nur einen kleinen Teil ihres Wasserbedarfs aus eigenen Vorkommen decken können, ist Wasser ein wichtiges Exportgut für Tadschikistan. Und dann sind wir am eisgrauen Mutnisee, wo uns ein unglaubliches hochalpines Panorama empfängt. Der See, der auf 3400 Metern Höhe liegt, wird umschlossen von einer Kette von 4000ern, die allmählich bis zum Energa ansteigt. Mit 5120 Metern ist er bereits vom Zeltplatz weg die dominierende Berggestalt. Ganz rechts spitzt der Chimtarga hervor,
der mit knapp 5500 Metern der höchste Berg der Serafschan-Gebirgskette ist. Vor 100 Millionen Jahren begannen Afrika und Indien nach Norden in Richtung Eurasien zu driften. Dabei wurde das Urmeer Tethys zugeschoben. Wo Indien auf die asiatische Landmasse traf, entstanden durch den Druck Becken wie Tibet oder das Tarimbecken und dazwischen gewaltige Gebirge. Sie erreichen im Himalaya und Karakorum Höhen über 8000. Im Tian Shan und Pamir noch Höhen über 7000 Meter. All diese Gebirge gehören zur alpidischen Faltung. Artatsch ist ein typisches Bergdorf, auf 1800 Meter Höhe gelegen. Die Lehmhäuser machen nach außen nicht viel her und die Dorfstraßen sind ungeteert. Rinder, Schafe und Ziegen werden für den Verkauf gezüchtet. Obst, Salat und Kartoffeln dienen dem Eigenbedarf. Immer noch arbeiten 60% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Das Fladenbrot ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Tadschikistan. Zu Beginn des Essens wird es auf den Dastarchan, die Tischdecke, gelegt. Kali hazar chauragar as chaur sub bala.